Wir haben heute das Ötztaler Heimatmuseum neu eröffnet und das ist für uns natürlich ein ganz besonderer Tag, weil vor 42 Jahren das Haus das erste Mal eröffnet wurde und die Ausstellung davor sich kaum verändert hat. Und wir haben jetzt versucht, ein Heimatmuseum 2022 neu zu interpretieren und neu anzubieten. Die Neuigkeit am Heimatmuseum ist vielleicht, dass wir den Spieß umgedreht haben. Während man früher versucht hat, zu sagen, was ist das Besondere am Ötztal und wir stopfen das alles in ein Haus, ist unsere Fragestellung, was ist das Besondere an diesem Haus und was erzählt es uns über das Ötztal? Das heißt, wir haben zusammengearbeitet mit einer Gruppe hervorragender Wissenschaftlerinnen, die sich angeschaut haben, wer hat in diesem Haus aller gewohnt. Wie wurde dieses Haus gebaut und erweitert? Nicht nur fürs Heimatmuseum, sondern überhaupt für alle unsere Häuser. Das heißt, wir wissen jetzt sehr, sehr viel über die Geschichte unserer Gebäude und das ist eine wichtige Grundlage für die Ausstellung. Heimat ist ein sehr interessanter Begriff mit einer sehr langen Geschichte. Ursprünglich kommt er aus dem rechtlichen Bereich. Heimat definiert, welche Rechte und welche Pflichten jeder Bürger, jede Bürgerin in ihrer Wohngemeinde hat. Über die Jahrhunderte ist er unterschiedlich interpretiert worden. In der NS-Zeit und auch in den Jahren darauf hat es da sehr, sehr unterschiedliche und sehr politisch stark instrumentalisierte Zugänge gegeben. Das hängt dem Begriff der Heimat nur nach. Deswegen ist es eigentlich ein Muss, dass wenn man ein Heimatmuseum 2022 eröffnet, dass man sich mit diesem Begriff kritisch auseinandersetzt. Das haben wir gemacht im Schaudepot unter Dach. Stellen wir auch die Frage, was ist Heimat heute? Und es ist ganz deutlich, Heimat ist für jeden etwas anderes und daher möchten wir uns auch an die Ötztaler Bevölkerung wenden und sagen, was ist Heimat für euch, für dich, für sie? Wenn es ein Objekt gibt, wenn es eine Geschichte gibt, ein Gedicht, eine Zeichnung, ein Bild, egal was, wir freuen uns über ein Foto davon oder auch das Original. Wir würden es gerne in unserer Ausstellung zeigen und so die unterschiedlichen Qualitäten und die vielen verschiedenen Formen von Heimat abbilden. Das Heimatmuseum war jetzt der Auftakt für unsere Sommermuseumssaison in Längenfeld. Im Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseum tut sich im Sommer sehr viel. Wir hoffen, dass Sanierungsarbeiten beim Waschtelshaus in Angriff genommen werden können. Im Vorfeld, weil einfach dann, wenn es mit August klappt, das ist heute alles nicht so hundertprozentig, wenn es mit August klappt mit den Bauarbeiten, dann haben wir quasi mitten in der Saison eine Baustelle und wir haben uns gedacht, das Einzige, was diese Baustelle quasi richtig toll machen könnte, ist Kunst. Und die Katharina Zipulka wird am 29. Juni ein so lange Plakat an der Südseite des Waschtelshauses präsentieren. Man darf schon sehr gespannt sein, was das für ein Spruch ist, aber er hat sehr viel mit dem Ötztal zu tun. Und daher darf ich alle herzlich einladen, am 29. Juni bei der Enthüllung dieses so lange Plakats zu uns nach Lehn zu kommen. Und ganz, ganz viele weitere Veranstaltungspunkte über den Sommer findet man auf unserer Homepage, über Social Media, auf Facebook oder natürlich auch bei unseren Einladungsfoldern, die demnächst wieder verschickt werden. Wir haben ein tolles Exkursionsprogramm und ein sehr, sehr dichtes Rahmenprogramm zum Thema Heimat ist, was nicht egal ist, im Ötztaler Heimatmuseum.